Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Die NPD ist offenkundig nicht darum verlegen, immer neue Gründe für ihr Verbot zu liefern. Heute beantragt sie die Einrichtung eines Internierungslagers für Flüchtlinge auf dem ehemaligen Militärflughafen in Trollenhagen bei Neubrandenburg. Man muss es einfach so nennen. Ich muss hier nicht lange ausholen, um zu erklären, warum die demokratischen Fraktionen einen so menschenverachtenden und grundrechtsfeindlichen Antrag ablehnen werden. Ich will hier aber nochmals unterstreichen, dass es mit uns Demokraten nie mehr Internierungslager auf deutschem Boden geben wird. Meine Damen und Herren, die Menschen in unserem Land können sich auf uns Demokratinnen und Demokraten verlassen, dass wir der NPD und ihrem Gesinnungskreis immer die Stirn bieten werden, wenn sie Menschen isolieren und konzentrieren wollen. Einmal mehr beweist die NPD, wessen Geistes Kind sie ist und dass sie nicht gewillt ist, aus der Geschichte zu lernen. Aber nicht nur das, insgesamt lässt die NPD keinen Zweifel aufkommen, dass sie überhaupt kein ernsthaftes Interesse an der parlamentarischen Demokratie hat. Wieder einmal schafft es die NPD nur, diesen einen einzelnen Antrag hier in den Landtag einzubringen. Sie legen innerhalb eines Monats einen einzelnen Antrag hier im Landtag vor. Das ist Ihre Arbeitsbilanz. Sonst nichts. Ich bin darum nicht traurig, aber man muss es ja auch mal deutlich aussprechen. Meine Damen und Herren, ich weiß nicht, wie Sie das nennen, aber ich halte das für Arbeitsverweigerung. Sie sind in meinen Augen die größten Sozialschmarotzer in unserem Bundesland. Einen Millionenbetrag streichen Sie hier im Landtag ein und legen sich dafür auf die faule Haut. Mit den von Ihnen so gern propagierten deutschen Tugenden wie Fleiß und Pflichtbewusstsein hat das hier überhaupt nichts mehr zu tun. Und ich glaube, damit sollten Sie ein größeres Problem haben. Mit dem vorliegenden Antrag hat sich die NPD jedoch nicht nur demaskiert, sondern zugleich auch noch bis auf alle Knochen blamiert. Ich meine, das muss man erst mal schaffen, das gleichzeitig hinzubekommen. Demaskieren und blamieren. Man muss es wirklich erst mal schaffen. Meine Damen und Herren, vielleicht haben Sie es auch gesehen. Als der Antrag auf dem Parlamentsserver eingestellt wurde, konnten wir nämlich noch alle lesen, dass der Antrag, selbst im Sinne der NPD, komplett verunglückt war. Die NPD wollte nach der ersten Version nämlich nicht die sogenannten Konversionsflächen in Trollenhagen in ein Internierungslager umwandeln, sondern, wie sie schrieb, in Konversationsflächen. Also unter einer Konversationsfläche kann ich mir viele spaßige Sachen vorstellen. Das reicht von Cafeteria bis Spielplatz. Ja? Aber mit Konversion hat Konversation nichts zu tun. Also, kurz gesagt, der Antrag war total verunglückt und vergurkt. Ich weiß jetzt hier nicht, welche Zustände in der NPD damals geherrscht haben, als der vorliegende Antrag entworfen, geschrieben und unterschrieben wurde. Herr Pasteurs, da hatten Sie wohl zu viel vom unappetitlichen Peniskuchen des Herrn Marx genascht. Anders lässt sich der desolate Eindruck, den die rechtsextreme Männerfraktion hier hinterlässt, kaum noch erklären. Aber das kommt vielleicht auch daher, dass Ihre Fraktionsmitarbeiter, die aus öffentlichen Geldern bezahlt werden, gar nicht hier im Landtag arbeiten. Zumindest wurde einer hier seit Jahren nicht mehr gesehen. Wer weiß, was Sie stattdessen tun. Ich weiß es ja nicht. Vielleicht backen Sie ja gerade neuen Kuchen für den Fraktionsvorsitzenden. Aber arbeiten tun Sie nicht. Naja, mit Ihren Partygeschichten will ich das Hohe Haus hier auch nicht länger langweilen. Aber es muss Sie sicherlich fürchterlich geschmerzt haben, als Ihnen der Ältestenrat gnädigerweise die Berichtigung Ihres total verunglückten Antrages anbot. Gnade ist ja ein Fremdwort für Sie. Gnade lassen Sie bei anderen gerade nicht walten. Aber auf Gnade, die uns von anderen bedingungslos entgegengebracht wird, sind wir nun einmal alle früher oder später angewiesen. Und damit sind wir wieder bei Ihren schrägen Vorschlägen, wie Sie am liebsten mit Flüchtlingen umgehen wollen. Wie Sie mit den Schwächsten unter den Schwachen, die, die am meisten Hilfe brauchen, die, die alles verloren haben, deren Familien zerrissen und deren Lebensplanung zerstört wurden, wie Sie mit diesen Menschen umgehen wollen. Anhand dieser Vorschläge wird nun auch hoffentlich dem Letzten in diesem Land klar, welche seelischen Abgründe sich in der NPD auftun. Wir
Wer gegen die Schwächsten der Schwachen, nämlich Flüchtlinge, die alles verloren haben, kämpft und vor diesen Angst hat, muss sich doch in einem ganz jämmerlichen Gemütszustand befinden. Herr Saalfeld, einen kleinen Moment. Meine sehr geehrten Damen und Herren, also so schwierig die Debatte hier ist, ein bisschen Ruhe, damit Herr Saalfeld hier seine Rede beenden kann. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Wer gegen die Schwächsten der Schwachen polemisiert, wie es die NPD tut, dessen Selbstachtung muss doch bis zur Selbstverleugnung devastiert sein. Finden Sie nicht auch, Herr Pasteurs, dass es sich um eine sehr traurige Gestalt handeln muss, die ihre ganze Energie dafür verwendet, die Schwachen und Hilfsbedürftigen mit Füßen zu treten? Ist das nicht jämmerlich? Das muss ich Sie einfach mal fragen. Ich frage mich, woher die NPD eigentlich diese Verlustängste gegenüber den Ärmsten der Armen und diesen Hass gegen die Schwächsten der Schwachen her hat. Wurden Sie vielleicht früher in der Schule gehänselt oder von Ihren Eltern drangsaliert? Ich weiß es nicht. Vielleicht, Herr Pasteurs, weil Sie diesen putzigen Sprachfehler haben. Sie können ja nicht München sagen, Sie sagen immer München. Oder Sie können nicht Ihr Lieblingswort sagen, Heuchler, das benutzen Sie so gerne. Wir hören hier aber immer nur Heuchler. Oder wie eben gerade auch erfahren, Sie können nicht Durchführung sagen, wir hören Durchführung. Ich will damit Sie gar nicht beleidigen, sondern Ihnen zeigen, dass niemand perfekt ist, niemand höherwertig oder niemand minderwertig ist, dass jeder vermeintliche Defizite hat. Sie wünschen sich vermutlich Zeit Ihres Lebens mit all Ihren Eigenheiten und vermeintlichen Defiziten akzeptiert und respektiert zu werden. Gleichzeitig haben Sie offenkundig einen solchen Hass auf alle Abweichungen von einer imaginären Durchschnittsnorm entwickelt, dass Sie nun das gesellschaftliche System bekämpfen, welches gerade die Individualität und Besonderheit der Einzelnen schätzt und schützt. Ja, offensichtlich können Sie sich keinen Psychologen leisten, denn es wäre vielleicht auch manchmal angebracht, aber man muss sich ja auch mal mit den Problemen beschäftigen. Diese offenkundige Widersprüchlichkeit, die wir hier Tag für Tag bei Ihnen erleben, muss über die Jahre doch zu einer innerlichen, kaum zu ertragenden Zerrissenheit bei Ihnen geführt haben. Niemand ist perfekt. Niemand ist mehr wert als jemand anderes. Alle haben ihre Eigenheiten und jeder ist einzigartig. Aber genau das macht Ihnen Angst. Genau das ist die Realität, der Sie selbst unterliegen. Meine Damen und Herren Abgeordnete, wie Sie sicherlich in der Presse vor wenigen Tagen gelesen haben, ist die Flüchtlingszahl im Libanon auf über 1 Million Menschen gestiegen. Der Libanon hat offiziell 4,5 Millionen Einwohner. Das wäre so, als ob in Deutschland 20 Millionen Flüchtlinge wohnen würden. Das muss man sich erst mal vorstellen. Momentan kommen aber in etwa auf 650 Deutsche ein Asylbewerber. Also ich weiß nicht, in welcher Parallelwelt Sie leben, Herr Pasteurs, wenn Sie hier uns in einem Paranoia-Wahn erklären, dass Deutschland von Asylbewerbern überfallen würde. Das geben die Zahlen einfach nicht her. Und es ist einfach falsch und Sie behaupten hier falsche Tatsachen. Die NPD, die von irrationalen Verlustängsten und rasendem Hass getrieben ist, beweist mit dem vorliegenden Antrag, dass sie nicht ein Mindestmaß an Humanität aufbringen kann. Wer die NPD wählt, muss davon ausgehen, dass sich deren Ideologien ganz schnell gegen alle und gegen jeden wenden werden. Die NPD buckelt nach oben und tritt nach unten. Mit diesen Leuten ist keine lebenswerte Gesellschaft möglich. Und Sie, Herr Pasteurs, warnen hier vor Ausschreitungen zwischen Bevölkerungsgruppen innerhalb von Deutschland. Und Sie sind doch eigentlich der Einzige, der hier Benzin ins Feuer gießt. Sie und nicht die Asylbewerber sind die Gefahr und eine Belastung für unser Land. Meine Damen und Herren, der vorliegende Antrag ist ein Armutszeugnis des Gemütszustandes der NPD. Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass wir Demokratinnen und Demokraten uns hier schützend vor unser Land stellen und diesen Hass abwehren. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Mehr ist hierzu nichts zu sagen.